So, ja, es ist wieder lange her. Wir kommen zu Terranigma. Und ja, es ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr ganz flüssig, weil ich halt gerade eine neue Aufnahmemethode probiere. Das jedoch ist nur dann, wenn ich gerade Gäste dabei habe. Wir zum Beispiel. Fine Level Gamer. Und der hält diesen Background, der ist noch, Der hat sich gemutet. ja. Der Es kommt ist auch schon gleich wieder eine noch ganze dazu. Weile her, seitdem wir letztes Mal gespielt hatten. Gut, Fiebermittel haben wir. Ich glaube, da können wir gleich mal anfangen. Was hattet ihr denn wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen, dass ihr das bekommen habt? Oder dass du es bekommen hast, ist ja dein Let's Play. Genau. Gut, jetzt sind wir Goldküste. Wie machen wir jetzt weiter? Also ein Foto habt ihr schon, wie ihr gesagt habt, wurde ja schon rumgezeigt, überall, wo ein Touristikbüro ist, ne? Können gleich mal probieren. Aber dürfte schon. Aber was ich auch gesehen habe, du hast die Landebahnskizze noch nicht. Das heißt, du müsst noch mal mit Will sprechen, in Seeheim. Puh, wo war denn Seeheim jetzt nochmal? Das ist in Nordamerika, also fahr erstmal nach Nordamerika, dann also das ist da, wo, ja, wie soll ich das erklären? Ich glaube, da, wo dieser Feinschmecker war, ne? Nee, wo dieser Koch war, dieser Jürgen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dir das was Stimmt, der sagt. mit dem Steak, glaube ich. Mit dem Filet und so. Mit dem Würstelgulasch, der das Würstelgulasch. Genau. Da kannst du ja bei Liberita, da wo die Flugbahn ist, ja, ein Schiff anlegen und dann nach Nordwesten war das, glaube ich. Da ist denn Seeheim. Da oben gab es auch einen Hafen in Nordamerika. Genau. Ich glaube sogar zwei, ne? Ein mit einer Zwischensequenz und ein ohne. Nee, doch nicht, doch nur ein, ja. Da schmeißt Landebahn. Oh, Liberita ist ja auch noch auf der ersten Entwicklungsstufe, sehe ich gerade. Ach so? Ach stimmt, der Matrose war der Beste mit seinem Satz. Ich bin Matrose in jedem Hafen, wartet ein anderer auf mich. So gehört sich das, ja. Ja. So muss es sein hier. Wir haben Tony Hawk auch so lange nicht mehr gesehen. Der ist erst im nächsten Dungeon wieder anzutreffen. Ich weiß gar nicht, hast du schon mit Sam wieder gesprochen, nachdem er in die Kneipe gegangen ist? Die Kneipe ist ja da rechts. Also rechts unten da, wo dieses Symbol da über der Tür ist, genau. Ja, da ist er noch. Da musst du noch mit ihm sprechen, da hinten, also der Blonde. Der Das Faulenz. passiert, glaube ich, jedes Mal. Genau, ja. Wenn du wieder rausgehst, dann ist er wieder da, der Faulenzer da. Überlasse ich Final mal da gerade, hey, die am Okay. Fressen ist. Es tut mir sehr leid. Gut, ich bin über die Sache mit Amanda hinweg. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt. Aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du dem anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine den Zweck erfüllt. Oh ja, ich vergaß, dich zu belohnen. Komm mit mir zu meinem Haus. Oh, Belohnung gibt's auch noch. Juhu. Wo war denn jetzt sein Haus nochmal? Ganz im Norden. Ganz im Norden und ich glaube, warte mal, da nicht. Da rechts, genau.
Das müsste es sein, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ja. Ich habe hier einen Kristall. Willst du ihn? Da sagt der Schmacki doch nicht nein, ne? Ja, eben, weil das bringt ja Magie, die ich eigentlich kaum benutze im Spiel. Genau. So, und jetzt, genau, jetzt müsstest du nur mal mit ihm sprechen. Oder ich glaube, erst rausgehen und wieder rein, was ich jetzt gar nicht mehr... Ich habe noch jede Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Kili, ich glaube, du müsstest erstmal Liberita verlassen und dann nochmal reingehen. Dann kommt dann anders. Das getriggert haben, genau. Genau. So. Na, sag das gleich, ja. Ah, okay, dann dauert das ein bisschen. Ich glaube, man muss erst in eine andere Stadt dann reingehen, damit sich das dann entwickelt, damit das auf der Weltenkarte irgendwie getriggert wird, dass die Entwicklungsstufe erhöht wird. Aber dann kannst du ja die Situation ja ausnutzen und nach Seeheim gehen und da, dort mit Will sprechen. Das ist ja dort im Norden, Seeheim. Ach so, ja. Also bei den Great Lakes. Schon ein bisschen verändert aus jetzt. Ja, jetzt stimmt, weil du jetzt irgendwo anders hineingegangen bist, hat sich die Entwicklungsstufe jetzt erhöht. Und jetzt, ja, jetzt ist die zweite Entwicklungsstufe. Mal schauen, was hat er jetzt so Schönes entwickelt? Sieht auch schon anders aus. Oh ja, sein Haus ist größer, im Hinterraum noch. Hullerö mit Ö, hört nur, eine Maschine, mit der man über weite Strecken sprechen kann, ist jetzt vollendet. Wenn du glaubst, ich lüge, sprich zu der Maschine im Hinterzimmer. Hallo? Hallo? Ich bin's, Sam. Kannst du mich verstehen? Ich kann es kaum lesen, weil es irgendwie von der Schriftart her... hörst du meine Stimme laut und klar? Hat funktioniert. Mhm. Klar, wenn jeder so eine Maschine hat, ist niemand mehr einsam. Mein Wunsch wurde doch noch wahr. Genau, jetzt kannst du auch noch den anderen helfen mit seiner Glühbirne. Ich glaube, der war genau hier. John hieß er. Genau. Hallo, dank deiner Hilfe verstehe ich schon mehr von Elektrizität. Ich denke gerade über das Abschlussexperiment nach. Kannst du mir noch einmal helfen? Sicher, was soll ich als nächstes tun? Du musst den Knopf an der linken Seite gleichzeitig mit mir drücken. Ich werde dir ein Zeichen geben. So, machen wir mal. Fertig. 1, 2, 3. Yeah! Wir haben es. Schau hin, das ist elektrisches Licht. Es ist klein und schwach, aber es wird wachsen. Menschen werden ihre Häuser bei Nacht mit diesem Licht erhellen. Wie einst das Feuer den Menschen in den Fortschritt brachte, wird das elektrische Licht die Entwicklung beschleunigen. Ich hoffe, dass uns dieses Licht den richtigen Weg weisen wird. Die Glühbirne. Ich bin dir sehr dankbar. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich muss herausfinden, wie ich das Licht zu den Leuten bringe. Und wieder raus und... Genau. Jetzt können wir theoretisch mal nach Seeheim gehen. Und ich habe eben gesehen, Seeheim hat... Seeheim geht es nicht gerade gut. Das habe ich eben erkannt auf der Map. So,
Da bin ich auch. Wie Eddie. Und da, Seeheim. Seeheim ist zerstört. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Ich glaube, Paddy stimmen waren die Matrosen mal. Oder die. Ach, keine Ahnung. Egal, mach einfach. Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Ja, der Würstelgulasch war Feuer und Flamme. Genau. Wer soll das machen? Du reist umher, richtig? Du ziehst durch Städte? Tust du mir einen Gefallen? Klar, worum geht's? Großartig. Wie du siehst, ist die Stadt in einem schrecklichen Zustand. Leider sind wir nicht sehr wohlhabend. Deshalb meine Bitte. Hier sind 9 Briefe. Gib sie bitte weiter. In den Briefen bitte ich um Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Ich hoffe auf die Großherzigkeit und den Edelmut der Leute. Und Ark erhält 9 Seeheimbriefe. Ja, die Briefe musst du nun an jene Person geben, die viel Geld gemacht haben und Karriere gemacht haben. Da macht er erstmal ein Foto hier von der Hand. Das ist ein Beweisfoto hier, ne? Das ist final hier. The Peach noch. Was ist das? Unglaublich! Und das ist der Helio. Ollere! Wie gesagt, war's schon? Ja. Was ist das denn für ein Ömmel, ey? Ja, dann geh doch mal eben nach Will noch, oder? Da wolltest du doch hin. Und wow. Volle Entwicklung für liebe Rita hier. Weil da ging ja fix. Der Final einmal da ist. Wie schön das aussieht, wenn es voll entwickelt ist. Und das ist Touristikbüro auch. Das hat es. Oder hat es vorher auch ein Touristikbüro? Weiß ich es gar nicht. Naja, erstmal zu Sam gehen, genau. Jedermann wird Telefone ordern. Ich bin ein glücklicher Mensch. Das Telefon wird das Leben der Menschen grundlegend verändern. Na. Und Skype und sowas auch, jetzt in der heutigen Zeit. Es ist ein Vibe, ja. Die Nachfrage nach Telefonen steigt von Stunde zu Stunde. Der Feine kann das ja richtig gut. Ich weiß nicht, ist es ein Typ oder egal. Keine Ahnung. Telefone und Elektrizität verbinden Menschen weltweit. Das war jetzt die Oma. Ja. Noch der Weisheitszahn-OP. Genau. Und der Heli-Matrose? Der Fortschritt kennt keine Grenzen. Das macht mir Angst. Ah, ja. Düstere Zukunft hier. Das ist die Schmackeline hier. Hallo, Sam hat mir ein einziges über dich erzählt. Wie bitte? Hat er dir nichts darüber erzählt? Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft, doch das Telefon verbindet uns. Danke. Wir sind... Beste. Ja. Da ist die Katze. Wenn du nochmal mit Sam sprichst, dann wird ein neuer Text getriggert. Was? Du warst bei ihr? Eine Freundschaft, die über das Telefon entstand. Na, das ist wohl der Vorreiter zur Internetbekanntschaft. Ja, die wohnen ja auch nicht gerade hier im selben Haus, ne? Ganz und gar nicht. Er forscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Dinge. Wir helfen ihm bei seinen Studien. Oh, da hast du Feinde. John ist im ersten Stock. Er muss wohl wegen seiner Experimente sehr müde sein. Hängt da vom Computer. Ich bin beunruhigt darüber, wie die Elektrizität das Leben verändert. Vielleicht stiehlt sie die Güte der Menschen wie das Kerze das Licht. Wie der Kerze das Licht. Aber vielleicht irre ich mich ja auch, hoffe ich.
Ach, diese nette Seitenhieb. Genau. Ach so, da du jetzt gerade ja da bist, kannst du ja John und Sam einen der Briefe geben. Ja, stimmt. Genau, Schmacki! Ey. Verdammt nochmal, doch. Ich glaube, einen kriegt da noch der englische Fuzzi da, der Maler, und den Rest habe ich vergessen. Dann noch diese Frau mit den Kleidern, die Kleider näht. Ach, die drei Tussen da. Genau. Was ist das für ein Brief aus Seeheim? Ich hörte Gerüchte. Sollte ich gebraucht werden, werde ich da sein. Seeheim und Liberita liegen nicht weit voneinander entfernt. Ja, da jetzt noch der andere. Genau. Ich glaube, dann war es das mit Liberita und den Briefen. Ach so, der war ja... Du musst den anrufen. Und den Brief faxen, sonst geht das nicht. Genau. Was ist das für eine Nachricht aus Seeheim? Ich hörte davon, mache mir Sorgen um Amanda. Hä? Okay, lass mich helfen, meine Ex-Freundin wohnt dort. Es betrifft auch mich. Ich dachte, er ist drüber hinweg. Ja, eben. So ein Heuchler. Das gibt es ja nicht. Da muss ein Infovideo machen. Ja, mach nur mal ein Foto von der entwickelten Stadt. Vielleicht bringt das mehr, als wenn du da... Das kann sein. Ist das so Schmacki immer hin und her rennen? Schade, dass man sich die Fotos nicht anschauen kann. Das wäre noch ein geniales Feature gewesen. Ja. Stimmt, das wäre nice gewesen. So wie bei... was war das noch? Links Awakening DX oder irgendwo war das möglich, ne? In irgendeinem Spiel. Ja, stimmt, mit Game Boy Color oder sowas war das doch, oder? Genau. Ja. Achso, da du gerade da bist, zu Will kannst du trotzdem, und den musst du auch noch... Nee, im Hafen wartet denn der andere auf mich. Junge, nach Will. Das Schmacki will nicht nach Will. Der mag Will nicht. England ist, glaube ich, weiter weg jetzt. Vor allem, er will nicht nach Will, ne? Ja, England ist auf der anderen Seite, so zack. Hör, die Weltkarte ist flach, wie kommt er denn jetzt daran? Ist er nicht runtergefallen? Was ist denn da los? Ja, England ist noch ein bisschen schlecht besiedelt hier irgendwie. Da wohnt nur so ein Öl, ja. So ein Öl hier. Sir Fitz. Der Fitz, der erzählt immer einen Witz. Das war der Hedy, der Fitz, das weiß ich, glaube ich, noch, oder? Oh, was ist das für ein Brief da? Zeig ihn mir. Mein Gott, dieser Armstadt muss geholfen werden. Ich schicke einen Geldboten zum Wiederaufbau der Stadt. Das nennt man Überweisung. Das schickt er. Mein Goldküste. Wo, glaube ich, der Arzt lebt. Ach, quasi nicht. Ahola, da ist auch noch jemand. Ich glaube, dieser Handwerker. Mit den Konserven da, oder vielleicht? Was? Oder mit den Konserven. Ich glaube, einer von beiden war das. Ich glaube, aber beide sind das nicht. Können wir gleich sehen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer das genau ist. Einfach die Briefe verheizen hier, was soll das denn? Ja. Einer von beiden war das. Ich bin Arzt. Ich hörte von Dr. Emilio und kam, um zu helfen. Im Vergleich zu Dr. Emilio bin ich sehr unerfahren. Assistenz. Dann ist das der Chef da drüben. Das ist genau. Genug, ja.
Der ist der Chefarzt hier und der ist der Assistenzarzt gewesen. Und vielleicht den Brief? Columbo fühlt sich viel besser. Er ist gerade hinausgegangen. Ich sagte ihm, er solle sich ausruhen, doch er liebt Bewegung. Als ich von Neo Tokyo sprach, wurde Columbo sehr nervös. Ich hoffe, dass er keine dummen Sachen mehr anstellt. Columbo. Immer dieser Columbo. Genau. Ständig ist er in Gesprächen. Ja, die gute Columbo, oder? Ja. Inspektor Columbo, ja. Genau. Was ist das für ein... Obwohl, nee, das ist ein Seemann. Das ist ja. Was ist das für ein Brief? Von den Menschen einer zerstörten Stadt? Darf ich mal? Schrecklich! Wie grausam ist doch das Leben! In Zeiten wie diesen muss ein Mann Stärke zeigen. Wie schwer tut er helfen? Ich habe viele Ölsardinen verkauft. Ich kann das Geld gut entbehren. Ja, ein bisschen Metall und Ölsardinen passt das schon. Genau. War das der Ölsardinen-Händler? Ne? Ja. Ich glaube, der Handwerker spendet nichts. Der ist zu geizig. Der hat das ganze Geld in eine Buntglasfenster. Genau. Ich sprach mit Columbo. Er erzählte mir von einem Dorf im Nordfesterwald. Das hatten wir schon lange fertig. Storkholm, ne? Genau. Und von der Händler? Nee, ja, sonst war hier nichts. Ich glaube, da war sonst nichts. Nee. Da musst du jetzt zur spanischen Königin? Hm? Ach, Schmacki. Der beste Kampf ever. In Loire gibt es viel. Ah, ist auch voll entwickelt. Das ja, das hatten wir entwickelt. Nur irgendwann hatten wir nicht mal weitergemacht und ja, im Liberita. Ich glaube, hier hatten wir so Probleme, das alles hinzukriegen, weil das irgendwie so ein bisschen. Loire. Das dauert auch. Ja. In Loire. Hatten wir uns darauf fokussiert. Ja, also, wo wohnt er jetzt? Recht im Sinne der Kameraentwickler, der Maler, die Kleiderschneiderin und der Weinhändler. Das sind, glaube ich, die Leute, die für... Die Kleiderschnacksen, ja. Genau, ja. Ja, wo ist das jetzt? Ah, guck mal! Kannst du sogar eine Butze kaufen. Hast du das eigentlich nicht eine Wohnung? Nee, noch nicht. Kannst du mieten, ne? Mhm. Sieht so aus. Ich glaube, das war aber bei dem anderen Apartment, bei dem links daneben. Das ist also, der Fall. Ich bin übelst, von diesem Balkon aus die Stadt zu betrachten. Ja. Das ist doch mal ein Statement hier. Der sieht doch aus wie der Heinz immer, der die Städte bewertet. Der Heinz von dem Ketchup. Ja. Oh. Ich habe die Chance genutzt und ein Ölgemälde gekauft. Es ist das Werk eines Künstlers aus Loire. Er befindet sich doch selber dort. Ja, weiß das vielleicht. Oh, guck mal hier, direkt schon. Wenn du eine Wohnung willst, musst du dich an Loire Immobilien wenden. Er ist auch weiter ferne gucken. Ja. Ins Katzenprogramm. Da laufen schon die Katzenvideos im Fernsehen. Die wussten, dass Katzenvideos einschlagen werden. wie auf YouTube hier. Ja, Schmacki. Das ist eine Touristeninformation, das könnte vielleicht noch was bringen. Genau. Achso, und Liberita war auch noch ein Touristenbüro, ne? Mit wem redest du? Mit der Frau, ne? Ja. Das Touristenbüro hat viele Reiseinformationen über andere Städte. Die Menschen erfahren durch uns viel über fremde Länder. Aber leider haben wir noch nicht alle Informationen.
Wenn du Fotos aus fremden Ländern hast, würde ich sie gerne sehen. Oh Gott, das kann jetzt dauern. Die sagt jetzt über jede Stadt irgendwas. Und ja, da, das ist sowas für den Fall. Da muss ich jetzt hier weiblich sprechen, wir lange Zeit hier. Hey, wie ich sehe, fotografierst du gerne? Darf ich sie sehen? Aho? Ja, so. Aho, ja. Achso. Wie schön, Ahona, nicht wahr? Nun können alle Leute sehen, wie schön es dort ist. Wie schön, lieber Rita, nicht wahr? Nun können alle Leute sehen, wie schön es dort ist. Habe ich eben schon gesagt. Seeheim, abgebrannt. Yeah. Wie schön, Seeheim, nicht wahr? Nun können Leute sehen, wie schön abgebrannt es dort ist. Kann man jetzt gut picknicken. Wie schön, Goldküste, nicht wahr? Nun können alle Leute sehen, dass es dort Koalas gibt. Ja. Sag uns, wenn du nette Dörfer und Städte findest. Aber nur nette. Ja, und nette nicht. Ja, Schmacki. Das sieht ja aus wie so ein Bekleidungsgeschäft. Ah, genau, da bist du richtig. Marys Butze. Fünf Briefe haben wir noch. Achso, da kannst du ja auch Sachen was kaufen. Ja. Ja, oben ist die Olle doch. Mit dem roten Dach. Hier. Was machst du denn? Achso, ich dachte, du meinst jetzt... Nee, wegen weil sie rothaarig ist. Achso, ja. okay. Ich, oder? Ja, der Feinde macht das so gut. Dieser Brief, du meinst doch nicht? Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten? Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Okay. Dieses verdammte Würstelgulasch, ey. Aber echt. Machen wir einen Cut rein bei 27 Minuten. Ja, das war's für diesen Part von Terranigma. Beim nächsten Mal geht's weiter durch die Städte und die Restbriefe abgeben. Ja. Bis dann. Tschüss.